Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Let's Play Video von ja, von mir, von GTA Vice City. Und wir spielen da noch ein paar Missionen durch, die ich glaube ich vergessen hatte. Naja, was heißt vergessen? Ich muss sowieso noch ein paar Folgen hochladen, die ich aufgenommen hatte. Ich glaube, beginnt mit Folge 18 oder 19, ich bin nicht ganz sicher. Aber abgesehen davon habe ich dann noch ein paar Dinger, glaube ich, vergessen in dem. Was ist das denn hier? Ach, hier von dem Hubschrauber. Flugzeug. Mit der Werbung. Ja, was ich sagen wollte ist, ich glaube, ich habe da noch die Missionen vergessen mit dem Quatsch hier, mit dem Geländewagen und mit der, ja, eigentlich nicht, mit der Geländemaschine und dem Geländewagen müsste ich eigentlich auch gemacht haben, aber ich finde irgendwie die Folgen nicht mehr. Von daher gehe ich das mal vorsichtig an und steig erstmal ein und schaue, was da los ist. Müsste ich ja eigentlich hier gleich vorfinden, denke ich. Ja, sieht so aus. Ui. Ja, da ist es. So. Theoretisch sollte man so eigentlich nicht landen, aber was soll's. So, ich steig erstmal auf. Yeah. Dann heißt aber nicht. Oder ich hab's schon und ach, wie auch immer. Ich weiß nicht, wie viele Runden das hier waren. Ich habe ehrlich gesagt keine noch so geringe Ahnung. Es waren mehrere Runden. Aber das war's auch schon. Naja, die erste muss ja nicht perfekt sein. Ich weiß nicht, ob ich mich blenden könnte. So. Müssten wir uns eigentlich langsam mal dem Ende der ersten Runde nähern. Ich denke, es sind zwei Runden, aber ich bin mir nicht sicher. Ja, und wie gesagt, also die Teststrecke, die mache ich hier, oder Geländestrecke, mache ich deswegen, weil ich nicht mehr ganz sicher bin, ob ich die damals schon gemacht habe oder auch nicht. Bei den mobilen Sachen, nein, was heißt mobilen, bei den RC-Strecken, da werde ich erstmal nur vorsichtshalber die Strecke machen mit dem RC-Geländewagen. Aber ich glaube, das habe ich auch schon gemacht, ich bin mir nicht sicher. Naja.
Naja, da kommen jetzt wieder die Hügelchen. Und dann haben wir das soweit. Naja, fast. Jetzt. No. Das war fast ein bisschen zu lang auf der Handbremse. Wobei Handbremse lustig ist, ich meine, Handbremse ist ja eigentlich bei PKW immer hinten, beim Motorrad vorne. Und sonst verhalten ist aber genauso, als ob man nur die Handbremse verwenden würde, wenn man die Handbremse bedient. Na egal. Ist egal, ob man jetzt mit Motorrad fährt oder nicht. Also im Spiel jetzt hier, ne? Nicht im wirklichen Leben. Von daher, Was, denn kommt doch noch eine Runde? Ah, ne. Ich wollte sagen. Hä? Mission erfüllt. Okay. Scheinbar hat ich das doch noch nicht gemacht. Ach ja, stimmt. Die Maus hat ja... Na gut, dann ist es ja gut, dass ich hier noch hergeflogen bin. So, jetzt geht's in die andere Richtung. Ja, das sieht deswegen besser ab, weil ich, wie soll ich sagen? Weil ich den nur mit einfacher Zeitlupe fahre. Hätte ich vielleicht bei der Geländemaschine auch machen sollen, aber was soll's. Ich finde nicht, dass es darum geht, möglichst perfekt zu fahren. Also, na, möglichst... Hoi! Na, möglichst perfekten Fahrzeit oder so. Alter, Alter. Sondern eben, ja, die Mission überhaupt zu packen, ja, also von daher. Na gut, verdecken kann man die ja nicht unbedingt. Denke ich mir mal. Man kann es halt nur noch besser machen als vorher. Aber das ist mir eigentlich relativ. Ja, was das jetzt gerade war. Und der Violett hat eben. Aber egal. Wait, nicht überschlagen. Ich stelle mir das ohnehin etwas schwer vor, dass er sich überschlagen könnte, aber. Ja, ich würde mich drauf retten. So, das war auf jeden Fall schon mal die erste Runde. Da. Der ist immer so kurz davor, sich zu überschlagen, die Kiste. Gibt's doch nicht. Egal. Also, wer sich die Strecke ausgedacht hat, naja. Das ist schon etwas grenzwertig. Deswegen habe ich hier den Sonnenuntergang, oder was? Ich fühle mich jedenfalls ganz danach aus. Oi, bleib auf der Strecke. Wir wollen die Mission nicht verdecken, weil wir aus der Strecke rausfahren. Das wäre nämlich ungünstig. Ja, und auch nicht wegen Überschlagen, bitte, ja? Also. Reiß dich ein kleines bisschen zusammen. Wo bist denn du lang? Nein, wir werden trotzdem nicht. Obwohl das schon sehr gönnerhaft gerade war, muss ich sagen. Mit dem Hubschrauber muss ich schon dich daran fliegen. Beziehungsweise genau durch, um den Flug zu bekommen. Und yippie! Uiks. Okay, wo ist mein Hubi hin? Ihr Arschbacken, ey, das gibt's doch nicht, ey. Die haben mir den Hubi geklaut. Na gut, was soll's. So viel erstmal dazu. Ich glaube, hier oben drauf war auch einer. Nehmen wir halt den. Zwischendurch mal abspeichern. So. Ja. Muss der unbedingt da runterfahren? Ist das ein Idiot oder was? Und wehe, der leckt dir zu darum, Alter, dann kriegst du einen Hals, ey, ehrlich. Das ist ja ein Autoexip, diese Folge, das ist nicht normal. Ehrlich. Nicht normal. Nicht zum Kotzen so weit, ehrlich. Jeder Scheiß, der da kann, dazwischen funken muss. Das ist doch nicht feierlich, oder was? Könnte ich echt so einen Hals kriegen.
ich nicht wissen, wie oft ich die Strecke jetzt hier schon lang geflogen bin. Ehrlich. Also beschissen ist noch eine Untertreibung. Dabei ist es mir schon dreimal geglückt. Das kotzt mich am meisten an dabei. Dreimal ist mir diese Scheißmission schon gelungen. Und ich konnte es nicht abspeichern, weil immer irgendwas dazwischen gefunkt hat. Also zum Kotzen ist echt noch eine gelinde Untertreibung. Aber wirklich. Und ich pack das jetzt endlich mal. Und zwar richtig, so dass ich speichern kann danach. Verdammter Hacker, je. Wenigstens verlaufe ich mir in diesem scheiß Parkhaus erstmal nicht mehr. Aha, diesmal kann er so einsteigen. Man könnte so schön sauber hinkriegen, aber nein, irgendwas muss immer dazwischen funken. Oh, lenk um, du Arschgesicht. Ehrlich jetzt mal. In einer scheiß Kilometer, ey, dieser Betonpfeiler, was da sein soll. Ich bin sowas von auf die Kette mit Misty. Ja, sehr gut. Und seitlich steuern tut er auch mal. Schönen Dank auch. Kick den scheiß Schickmeter. Ah. Das ist mal so eine knappe Sache bei dem Teil, ja? Geht gar nicht. So, jetzt mal wieder hier. Naja. 21 Sekunden, ist doch easy. So. Na gut, beim letzten Mal waren es 20 Sekunden. Könnt ihr, wenn ihr wollt, euch in den Outtakes angucken. Ich habe jedenfalls keinen Bock mehr, das hier nochmal zu machen. So. Malibu Beach Club und. Was ist das? Achso. Ah ne, ja doch. Da will ich auch kurz anhalten. Und ja, da speichere ich dann auch gleich ab. Das ist das Beste. Müsste eigentlich genau geradezu sein. Wenn ich mich recht entsinne. Vollpfosten hier. Deshalb das nicht verdient. So. Oh ja, der Taster lohnt schon wieder. Da ist auch das Speicherding. So. Ah, jetzt spinnt das schon wieder. Danke. Zum Hutsch kriegen, Junge. Hör auf mit dem Scheiß, Junge. So. Junge, die Karre, die sieht ja schlimmer aus als bei Miami Vice hier. Na gut. Vielleicht deswegen Vice City. Egal. Dum, 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 dum. So. Theoretisch müsste ich hier jetzt gerade rausfahren können. Da haben wir schon ein Schild. Hör da mal auf mit dem Driften, du elende Dreckskarre! Ist doch nicht wahr, oder was? So. Ja, wenn jetzt noch was schief geht, dann brauche ich wenigstens bloß bis hierher fahren. Und dann ist alles paletti. Und ich will da das andere Rennen nochmal fahren müssen. Oh, der sich umschlagen hat, ja, das ist ja auch eine lange Weile. Theoretisch brauche ich ja nicht immer die Handbremse, sondern nur bei den scharfen Kurven. Von daher müsste es eigentlich
relativ einfach sein. Und nein, abbrechen werde ich auf keinen Fall, das steht mal fest. Man startet natürlich immer in der beschissensten Position. Das haben wir ja noch rausgekriegt schon. Ja, das war ja bei dem Outtake natürlich auch schon zu sehen. Nein, nein, die Outtakes sind am Ende rund. Dann ist easy. Wie bitte? War mal klar mit der Anzeige, Junge. Von 1 bis 4 war dabei, gibt's ja wohl nicht. So. Wenn die sich prügeln könnten, würde ich sagen, genau, prügelt euch erstmal. Muss endlich lecker nicht rein. Ich hab keinen Bock, das dann nochmal dran zu müssen. Und mit Arsch! Komm schon, das schaffst du! Alter, ich hab die Kurve kommen, oder? Wunder! Komm schon, du schaffst das! Das ist über STO, Alter, wenn du da einen Tank kriegst, wie zum Beispiel die Odyssey, da denkst du nur noch turn around. Warte, ist das ein Scheiß. Ich meine, okay, ich darf zum Teil auch daran. Nee, nicht nur zum Teil, zum gewaltigen Anteil sogar. Ha! Schau mal, spring jetzt auf eine Blisti! Ja, schön, danke auch, das hat mir gerade Zeit gekostet, das! Du Blisti, du! Es ist doch so ein Reier, Mann! Du bist wohl parteiisch und bist für den, oder was? Was soll denn, Mist hier? Du Saupreis, du Elender! Kannst du ihn mal erzählen, Mann? Ey, komm, ja, klar, Leute. Wumm, mit Neck! Hä? Ist aber nicht so kompliziert, oder? Muss die Scheißkarre so springfreudig und leicht sein, ey? Ist doch nicht normal, oder was? Wenn die Kurven so bescheuert kriegen. Ich hab keinen Bock, mich mit den anderen hier rumzustreiten. Und hast ja scheinbar noch nicht mitgekriegt, ey? Scheiße, Alice hier. Ich nehme ja normal sowas. Komm hier nicht auf die Scheiße, die zwischen euch zu länger. Dann hat sich völlig aus hier. Vielleicht war das der Grund, weshalb ich das noch nicht gemacht hatte. Oder einfach wird. Egal. Hätte ich gar nicht die Angst nehmen brauchen. Na egal. Solange wieder Abstand auch ausreichend ist. Das ist mir sowas von Rille. Einmal eine Stärke-Kurve. Das ist noch stärker. Nein! Ey, ich hab schon gedacht, der wehrt sich gerade. Krieg die Kurve. Nicht rumeiern! Komm schon! Ah,
Gut, der Mann, du hast es fast geschafft. Das ist interessant, hier kommen, das ist alles Palette. Okay. Das war das. Das ist gut. Dann fahren wir erstmal. Dann gehen wir zum Malibu Beach Club. Nee, Quatsch, zur Casa. Kann ich dann erstmal abspeichern. Und ich denke mal, das war's dann erstmal wieder für heute. Und dann, ja, weil ich nicht sicher bin, ob ich am Freitag nochmal eine Aufnahme machen werde. Oder schaffen werde, besser gesagt. Ach Quatsch, ich wollte ja zur Casa fahren. Na egal. Würde ich sagen, ich wünsche euch einen guten Rutsch in, ja, gutes neues Jahr und erfolgreiches vor allem. Und ja, Gesundheit, Erfolg und tralala. Alles, was man halt gebrauchen kann. Und jetzt spinnt die Maus schon wieder. Also, hat sich noch abgeschaltet. Ja, und das soll es dann gewesen sein. Wenn ihr... Da wollte ich gar nicht hin, du Arschloch. Ich weiß nicht, warum der das immer macht. Aber das ist echt nicht mehr fair, was der hier treibt mit mir. Na gut, okay, das soll es gewesen sein. Und ich sag dann mal Tschüss für heute. Okay. Rufus. Okay, mal gucken, was haben wir denn hier schön mit alles. Haben wir... Der kann ich schon. Sniper, Chain Gun. Ich glaube, das geht nicht. Genau. Brauche ich aber auch nicht, wenn ich die... Ui, was ist denn das? Ah, saure Klamotten. Die hier doch glatt immer wieder ein bisschen den Überblick. Na gut. Ja. Jetzt muss ich mal kurz auf meiner Karte nachgucken. Dip, 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 dip. Gut, dann habe ich mich gerade mal auf der Karte schlau gemacht. Und, ups, da jetzt lang. Da ist irgendwo ein Parkhaus mit einem Stallion. Zu dem fliege ich erstmal hin. Und dann schauen wir mal. Also auf der höchsten Parkebene irgendwo auch ein Hindernisparcours sein. Ja. Schauen wir einfach mal nach. Ich hoffe mal, ich fliege richtig. Theoretisch müsste ich richtig fliegen. Naja. Naja, fast richtig. Dem Häusler wollen wir dann doch nicht begegnen, ne? Mal gucken. Ah ja. Ich glaube, das ist es da. Mal kurz aussteigen hier und schauen, ob ich hier auch wieder an den Hubschrauber rankomme. Sieht nicht so aus. Okay, dann wo packe ich den am besten hin? Also jedenfalls mit dem PKW, der da oben drauf steht. Müsste ich dann... Ha! Ich lande hier. Da müsste ich rankommen. Gut. Dann machen wir es so. Ja, da komme ich ran. Das ist schön so. So.
Aha. Ach ja, da geht's her. Na super. Genau, da ist er schon. Hä? Wieso sind die so viele Autos? Die waren ja eben nicht da. Na gut. Also, das ist er hier. Genau. So. Sonst geht's euch aber gut, oder? Ich will doch echt was drum hier, wenn ich was sehen könnte hier. Ist das ein Scheiß, ey. Mal ganz ehrlich, wie soll man das schaffen? Zeit ist zwar knapp, sagen sie, aber es sollte zu schaffen sein. Ja! Schönen Dank auch. Okay. Ach so. Okay, dann muss er erstmal nochmal neu. Ich hoffe mal, er hat jetzt wieder einen Stallion oben. Sonst drehe ich hier am Rad. Er hat keinen Stallion hier oben. Na gut, dann lade ich. Das Spiel starten und laden. Naja. So, dann düsen wir mal wieder dahin. Also ganz ehrlich, das ist ja zum Kotzen so rad, ehrlich. Meine Herren da. Ich denke mal, das mache ich hier schneller dann. Vielleicht kann man sich ja mal ein bisschen umgucken, wie das da ablaufen soll. Ich meine, okay, es sind 12 Sekunden und es sind 5 Checkpoints. Müsste man sich mal angucken. Oder waren es 4 Checkpoints? Ich glaube, das waren 5. Ich kann mich nicht erinnern, das jemals gespielt zu haben. Aber
Okay. Irgendwann ist immer das erste Mal. Wait. Okay. Das war eine Landung. Na gut. Ja, jetzt spinnt der schon wieder. Ey, der hat auch schon. Können wir jetzt weitermachen, ja? Und hör auf zu lenken, sag ich dir, du Arschloch. So. Also 1, 2, 3, 4. Aha, dann schlägt sie auch fehl. Also 1, 2, 3, 4, 5. Was? Aha. Okay. Alles klar, jetzt habe ich sie geschnallt. Ach, das ist jetzt aber nicht fair. Muss ich ausgerechnet jetzt mein bescheuertes Handy melden? Na super, ey. Kaum nimmt man mal was auf, muss gleich wieder irgendeine blöde Meldung, die man überhaupt nicht braucht, über das Handy kommen, ey. Schönen Dank auch. Voll die Aufnahme versaut, ey. Könnte ich was sauer fahren bei so einem Mist, ey. Naja, jetzt ist das Handy erstmal auf lautlos, wenn da noch was passieren sollte. Dann weiß ich wenigstens Bescheid. Ach, Quatsch, so lang. Ey, zieh hoch, du. Was ist los mit der Karre, ey? Übertreib nicht so. Jedenfalls weiß ich jetzt, wie ich das schaffe. Also von daher ist das schon eine Menge wert. Nee, ganz sicher, ob ich das bei den Outtakes drin lasse. Ja, denke mal schon. Aber erst am Ende der Folge. Und dann stelle ich das mit der Handymusik auf Stumm, weil ich will nicht irgendwelchen Blödsinn hier zu lesen kriegen, von wegen, ja, du verstehst die Urheberrechte. Weil die Pisse, die brauche ich nicht, ganz ehrlich. Der hat sich ja fast gefreut, hier zu landen. Na gut. Gut, dann wollen wir hier mal hoch und nochmal das Ding fahren. Und so wie in dem Outtake, das auch schaffen. Hoffentlich.
Ach, diesmal kann er nicht rinspringen. Naja. Okay. Glücklicherweise kann man zwischen den Pylonen durchfahren. Das spart diverser Zeit, sage ich jetzt mal. Man muss nicht unbedingt den Parcours einhalten. Weil würde man das machen müssen, dann wird ein bisschen doof. Zum Glück zählt der Pylon nicht. So. Das war jetzt doch etwas knäpplich, aber ich meine. So. Na, du wirst wohl den. Gut. Er hat ihn gekriegt. Das ist doch schon mal schön. So. Jetzt schön sachte in das Nadelöhr einführen. Cool. Neuer Rekord: 9 Minuten 20 Sekunden. Das ist doch hübsch. So, mal kurz auf Pause gehen. Ich glaube, wir machen doch noch die RC-Rennen. Wo geht's hier runter? Ach, da. Okay. Hui. Ich glaube, einen tiefer muss ich noch. Alter, dem hängen aber schon die Schlusslichter ordentlich. Nein! Wer hat das Ding geklaut? Was heißt das Ding? Den Hubi. Bandit. 31 bestimmt. Denke ich mal. 71. Quatsch. 22. Alter, jetzt. Unwetter, nur Mistding. Raider. Bandit. Das Gelände mit der Sanchez. Hm. Okay. 31, ja. Okay, das müsste da dann sein. Oh. Na gut, ich habe mir das ungefähr ein bisschen angeguckt. Wo das ungefähr sein sollte. Dann schüsseln wir da mal gleich hin. Und nein, ich halte mich nicht an diese Scheiße hier. Obwohl, rein theoretisch hätte ich das machen können, na egal. Dann wollen wir da mal hindüsen. Ich glaube, der ist fast ein bisschen schneller hier. Egal. Also ein bisschen schneller als der Hubschrauber. Aber es kann natürlich auch täuschen, weil man der Straße näher ist. Dafür muss man sich hier mehr mit den... Alter, was ist mit der Karre los? Sorry. Ja, danke schön, das habe ich gebraucht. Leg mich am Arsch, du blöde Dreckskarre.
Wenn die erstmal ins Schleudern gekommen ist, ist Feierabend mit dem Ding, ey, ehrlich. Sobald man noch eine noch so kleine Kurve nehmen muss, ist vorbei. Die Hupe klang wie von einem Auto. So, da ist der Speicherort. Das ist schön. Dann müsstet jetzt hier irgendwie davor sein. Da ist auch so eine komische Tafel. Ah ja, da ist der Topfanwagen. Das ist schön. Gut, dann kann es ja gleich losgehen. Habe ich die echt noch nicht gemacht? Ich meine, laut Statistik ist es noch nicht. Ich kann mich irgendwie dran erinnern, dass ich jetzt schon mal gefahren habe, aber das muss nicht unbedingt während dem Let's Play gewesen sein. Du musst als erster volle zwei Runden auf dem Kurs fahren. Aha. Na, das werde ich ja wohl gerade so schaffen, hoffe ich. Um das Auto zu sprengen. Naja, das muss ja nun nicht sein. Ups. Wer bin ich eigentlich? Der Graue da? Jupp, scheint so. Na gut. Das könnte sich als interessant herausstellen, würde ich meinen. Kann man da durchfahren? Ja. Sehr goldig. Rum mit dem Arsch rum, genau. Supi. Na, immerhin bin ich schon auf dem dritten Platz. Und ich komme den ersten beiden immer näher und näher. Und ich würde was drum geben. Die Lenkung vielleicht doch etwas direkter wäre. Vielleicht brauche ich die Handbremse ja nicht wirklich hier in dem Parcours. Vielleicht hat mich das umsonst Nervenkitzel gekostet, sag ich jetzt mal. Naja, nee, so wie der da rumdriftet, ist halt nicht umsonst gewesen.
Naja, ich muss ja erst am Ende der zweiten Runde den ersten schaffen, also von daher ist es nicht so tragisch. Wakesa, ey, hau die Gänge nicht so rein, Junge. Oh. Meine Herren, der Pferd war zusammen. Na gut, das bin ich ja. Aber ey, na, holla die Waldfeder. Ja, genau, fahr du mal da lang, ich fahr hier lang. Glücklicherweise können die sich ja nicht gegenseitig antun. Alter Schwede, der hat's aber auch drauf. 3 Meter Zahnbelag. Eieiei, bleib in der Scheißstrecke, sag ich dir. Bleib doch auf der Scheiß gerade, verdammt nochmal! Ey, ist denn nicht zu glauben? Der vermasselt mir echt noch am Ende den Turn hier. Fahr so, dass es geht, Junge. Fahr echt so, dass es geht. Ich würde echt glücklicher sein, wenn ich weiter weg wäre von dem Penner da hinter mir. So, das ist schon mal die Start hier gerade. Das ist schön. Na doch, hin und wieder ganz kurz die Handbremse antippen kann ich schon, glaube ich. Komm rum mit dem Heck, sag ich dir. Ist doch nicht feierlich, oder was? Rum. Genau, rum, rum, rum. Wenn man ein bisschen mehr sehen könnte, wäre ja super, wa? Aber nein, ist ja zu viel verlangt. Aber wenigstens kann die Karre gut springen. Naja. Nach der Kurve müsste ich eventuell doch mal die Bansi wieder nutzen. Ja, hat nicht geschadet. Und nach der auf jeden Fall. Man will ja nicht aus der Kurve fliegen, ne? Das muss ja nicht sein. Ach, leck mich doch im Fußnagel, Junge. Ja, da.
mache ich jetzt also nochmal die Pylonenrallye. Weil ich ja echt so übermäßig Langeweile habe, dass ich mich kaum noch retten kann vor Langeweile hier. Ich könnte so kotzen hier, Junge. Genau genommen habe ich zweimal gepackt, weißt du? Einmal, oder wisst ihr, so rum. Weil einmal, da kam mir mein Handy in die Hege. Das heißt, in die Hege hat Krach gemacht während der Aufnahme. Was ich überhaupt nicht toll finde. Und das andere Mal, da hängt sich einfach mal das Spiel auf. Finde ich echt scheiße, sowas. Nicht, dass es während der Pylonenrallye passiert ist, sondern ich habe einfach mal zwischendurch nicht gespeichert. Nach der Pylonenrallye und vor der, dem Bandit-Ding da, keine Ahnung. Ah, Mann, ey, die Nase. Und das finde ich ehrlich gesagt ziemlich scheiße, sowas. Na gut, also jetzt werde ich das anders handhaben. Ich mache das mit dem, mit der Pylonenrallye, dann fahre ich hier zur Villa hin. Ich denke mal, das ist der nächste Ort, wo ich speichere. Ne, Quatsch, Moment. Ich kann noch in dieser komischen Casa de irgendwas speichern. Da werde ich dann abspeichern, dann brauche ich nicht so einen Umweg fahren. Wobei, bei Malibu Beach Club könnte ich auch speichern, von daher, das liegt ja auch auf dem Weg. Vor allem mit einem PKW. Weil der hier wird dann garantiert wieder weg sein. Kenne ich doch schon. Wie war das? Ich kenne doch die Leute, das ist das Größte für die, einen Hubschrauber zu klauen. Naja, du wirst aber nicht da anecken wollen. Er eckt doch an. Egal. Halb so tragisch, wir sind ja draußen. Von daher kann es gleich losgehen hier. Ups. So. Auch wieder mit Zeitlupe. Ich habe nämlich keinen Bock, mir das in aller Eile hier anzutun. Schön. Noch ein Stereo? Mir hat nicht aufgefallen. Egal. Die Reihenfolge ist beliebig. Ja, und deswegen nehme ich lieber den, der etwas vor dem Auto ist. Ich wollte gerade sagen, wo sind die scheiß Checkpoints hier? Okay. Na gut. Mit den Tasten muss man irgendwie erstmal mal klarkommen, glaube ich. Nimm den scheiß Checkpoint an. Sonst klatscht das hier, Junge, aber heute noch, ey. Zieh die Scheißkurve, Junge. So, jetzt müsste ich die Ecke da auch noch kriegen. Gleich meckert er wieder. Sehr lecker. Nein, 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 nein! Ich krieg einen Hals. Ich krieg einen Hals. Was soll denn der Scheiß, Junge? Das ist doch echt nicht feierlich, sowas.